Fabela iMac, Zuschauer Fabian hier. Heute mit einem App-Test zu Icicle on Thin Ice. Bei Icicle on Thin Ice handelt es sich um einen neuen Titel von Chillingo und zugleich um eines der verrücktesten Geschicklichkeitsspiele, welche jemals den App Store erobert haben. In Icicle on Thin Ice radelt ihr mit einem Fahrrad durch eine Eiswelt und erlebt die unglaublichsten Geschichten. Das Spiel wurde von dem Entwicklerstudio Damn Gnat programmiert, welche schon das abgefahrene Minigolfspiel Wonder Putt entwickelt haben. Icicle on Thin Ice ist für iOS für 89 Cent verfügbar. Für Android gibt es ein Icicle-Spiel bei Google Play. Dieses Spiel basiert allerdings auf dem Original-Browser-Spiel, ist spielerisch verwandt, aber längst nicht so abgedreht wie die weiterentwickelte iOS-Variante. Wenn ihr übrigens alle 80 Missionen im Spiel schafft, könnt ihr auch dieses Ur-Icicle in der iOS-Variante freischalten. In Icicle on Thin Ice übernehmt ihr die Kontrolle über einen nackten Mann auf einem Fahrrad. Dieser hat sich irgendwie in eine einsame Eiswelt verirrt und ihr müsst ihm helfen, wieder herauszukommen. Dazu radelt und springt ihr, was das Zeug hält, und versucht, den jeweiligen Levelausgang zu erreichen. Dabei müsst ihr Stacheln ausweichen, Abgründe überwinden oder mit einem Regenschirm über eine Eisschlucht oder eine tiefe Felsspalte segeln. Zwischendurch bieten die Level slapstickartige Einlagen, wo euer Held vom Wind getragen versucht, eine holde Dame zu küssen, um dann doch nur an den Lippen eines Fisches zu landen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Gesteuert wird der Titel wie in einem normalen 2D-Jump'n'Run über drei Buttons. Mit zwei Buttons in der linken unteren Hälfte des Bildschirms könnt ihr nach links und rechts fahren, während ein Button auf der rechten Seite des Schirms zum Springen dient. Betätigt ihr diesen Button in der Luft erneut, könnt ihr mit einem Regenschirm segeln, vorausgesetzt ihr habt diesen zuvor eingesammelt. Darüber hinaus könnt ihr noch jede Menge Eiskristalle in den Leveln erfahren, welche ihr wiederum in einem Shop gegen praktische Gegenstände wie Schal und Mütze für euren Helden sowie weitere Power-Ups und Bikes eintauschen könnt. Selbstredend könnt ihr hier auch per einen App-Kauf zuschlagen, was aber nicht notwendig erscheint. Icicle on Thin Ice bietet insgesamt 20 Level voll verrückter Ideen und Herausforderungen, in denen ihr jeweils noch Missionsziele erreichen könnt. Das abgedrehte Level-Design mit seinen witzigen Einfällen unterscheidet diesen Plattformgeschicklichkeitsspaß dann auch von anderen gewöhnlichen Casual-Titeln, denn das Design der Level kann man schon als Kunst bezeichnen. Mein Fazit. Icicle on Thin Ice überzeugt als außergewöhnlicher Geschicklichkeitsplattformspaß. Aufgrund der einfachen Steuerung, der cleveren Levelgestaltung, der vielen witzigen Ideen sowie des einzigartigen Artdesigns. Der Titel ist rundum stimmig, könnte allerdings etwas mehr Umfang vertragen. Wer auf Casual-Titel mit Witz steht, der ist hier genau richtig. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.